schön sind ihr da. Mich durch das Zimmer, es ist eine Bereicherung für jeden, der da ist. So wie in einem Blumenstrauß gibt es da noch so ein anderes Pflänzchen drin. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, Gott erleben, ihm begegnen, füreinander zum Segen sein. Ja, wir erwarten einfach alles von ihm. Zum Einstieg habe ich zwei Bibelverse. Einer ist aus dem Nehemia und der andere ist aus den Psalmen. Gut. Der aus dem Nehemia heisst: Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Das ist Nehemia 18. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Und im Psalm 42,4 heißt es: Auch wenn ich selber allen Mut verliere, du Herr weißt, wie es mit mir weitergeht. Auch wenn ich selber allen Mut verliere, du Herr weißt es, wie es mit mir weitergeht. Und ich finde das so schön, dass in der Bibel wirklich für alle Situationen, ob es einem gut geht, ob man mit Freude fast auf der Wolke 7 segelt, oder ob man wirklich denkt, oh mein Gott, wie halte ich das aus, wie geht das weiter? Es ist für alles vorgesorgt in der Bibel und man wird verstanden, Gott ist mit drin, ja, und er will Gutes daraus machen. Und mir tut das einfach sehr, sehr tröstlich und gut, eben, wenn man weiss, ja, es ist das Leben und es gibt verschiedene Phasen. Gut, ich bete. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst wie niemand anders. Danke, dass du weißt, wo jeder Einzelne jetzt gerade steht. Wir möchten dir als ganze Gemeinde begegnen. Reinige uns. Danke, dass du uns alles vergisst. Danke, dass wir uns anhängen. Danke, dass wir uns selber vergeben dürfen. Danke, dass wir alle anderen lernen zu vergeben oder vergeben, weil das uns frei macht und dir Freude macht. Heiliger Geist, übernimm du die Führung und Leitung und fühl du dich wohl unter uns. Wir heißen dich herzlich willkommen. Amen. Here I am to work.